grüße Sie zum Abschluss der englischen Woche zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Ich begrüße die beiden Trainer Friedhelm Funkel und Thorsten Lieberknecht und heiße natürlich auch unsere Gäste in den Businessbereichen herzlich willkommen. Herr Funkel, der Gästetrainer hat wie immer das erste Wort und ich möchte Sie jetzt um Ihre Einschätzung zu den abgelaufenen 90 Minuten bitten. Ja, erstmal natürlich Glückwunsch an Eintracht Braunschweig, an Thorsten für den Sieg, dass Sie Ihre Tabellenspitze dadurch natürlich gefestigt haben und so wie ich eben auf die Resultate geschaut habe, sogar noch ein bisschen ausgebaut haben auf dem VfB Stuttgart. Das sieht sehr, sehr gut aus und bin auch davon überzeugt, dass die Braunschweiger erstmal bis zum Winter aufgrund der Serie jetzt 6 Spiele von 7 gewonnen. Das ist schon eine außerordentlich gute Leistung und auch dazu nochmal herzlichen Glückwunsch. Aber auch mit meiner Mannschaft bin ich zufrieden. Wir haben hier sind durch zwei unglückliche Tore Standardsituationen in Rückstand geraten. Der erste Ball fällt Kumbela und das ist typisch, wenn du einen Lauf hast, hast du einfach einen Lauf, der fällt dem vor die Füße und dann war es dein 5. oder 6. Tor, glaube ich schon. Und das zweite Tor zu kurz abgewehrt und Reichel hämmert den natürlich in einer Art und Weise ins Netz. Da muss man selbst als gegnerischer Trainer Applaus zollen. Aber die Mannschaft hat sich davon nicht unterkriegen lassen. Die junge Mannschaft, wenn man sieht, dass am Schluss fast 6 oder 6 Spieler auf dem Platz standen, die 21 und jünger sind. Das zeigt einfach, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dass wir eine gute Mischung gefunden haben. Und auch wenn wir verloren haben, bin ich mit dem Auftritt der Mannschaft trotzdem zufrieden. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Funkel. Thorsten, wie hast du die 90 Minuten erlebt? Ja, erstmal danke für den Glückwunsch, Friedhelm. Ich habe ja vor der Partie gesagt, wir müssen eine Energieleistung aufbringen. In der englischen Woche das letzte Spiel, Niederlage wettzumachen, das hat immer eine Brisanz. Aber wir mussten heute gegen eine Mannschaft spielen, die uns extrem vor große Probleme gestellt hat, weil, und das ist ein ganz, ganz dickes Lob, ich heute eine Mannschaft gesehen habe, die gegen uns, aber die ich bisher jetzt in der zweiten Liga habe spielen sehen, die unglaublich stark war, die von der ersten bis zur 90. Minute eine unglaubliche Präsenz gezeigt hatte, extrem passsicher war. Das war bisher, Friedhelm, die stärkste Mannschaft, gegen die wir haben spielen müssen. Deswegen haben wir eine Energieleistung gebraucht, um dieses Spiel dann zu gewinnen. Und darüber bin ich natürlich stolz. Ich darf aber nicht darüber, die Augen verschließen, dass die Art und Weise, wie der Sieg zustande gekommen ist, eben halt auch nicht gut war. Und dürfen uns nicht von dem Ergebnis blenden lassen. Und genau das ist mein Ansatz für die nächsten Wochen, dass wir da einfach auch besser Fußball spielen. Aber heute war eben der Gegner bockstark in vielen Bereichen. Dann möchte ich ganz kurz noch was sagen, Friedhelm, das hat was hier mit unserer Presse zu tun. Ich habe beim letzten Heimspiel den Herrn Mau von der Braunschweiger Zeitung kritisiert für seine Berichterstattung vor dem Spiel. Heute möchte ich gerne loben, Herr Mau. War eine tolle Vorberichterstattung. Bitte? Nee, heute gar nicht, aber vorgestern. Oder gestern war das. Fand ich eine sehr, sehr gute Berichterstattung, hat uns wirklich gut geholfen. Und dann hatte ich das letzte Mal das Stadtgrün kritisiert für den Platz, der sich damals oder bei dem Spiel gegen Sandhausen in keinem guten Zustand gezeigt hat. Ich glaube, in den letzten Tagen haben sie wirklich alles dafür gemacht, dass wir heute auf einem viel, viel besseren Platz haben spielen dürfen. Auch wenn man es bei uns nicht immer gesehen hat, aber bei Düsseldorf hat man es gesehen, dass sie damit sehr gut umgehen konnten. Wir sind natürlich zufrieden, dass wir 18 Punkte haben. Das war das Ziel. Und das haben wir erreicht. Und deswegen bin ich auch ein Stück weit schon stolz auf die Mannschaft, wie sie sich präsentiert hat und wie sie sich da nochmal in alles hat reingefeidet. Danke. Vielen Dank. Gibt es Fragen von Ihrer Seite? Wenn Sie kurz die Hand heben, kommt mein Kollege auch mit dem Mikrofon. Nach so einem Lob, ne, fange ich dann mal gleich an. Ja, Sie haben es gerade angesprochen. Die Art und Weise hat Ihnen nicht gefallen. Was hat Ihnen nicht gefallen? Ja, weil wir zu wenig Fußball gespielt haben. Wir haben keinen Mut gehabt, auch im Passspiel mal über längere Staffetten einfach mal den Ball zu halten. Haben viel zu früh auch aus der Viererkette heraus in den langen Ball geschlagen. Und da erwarte ich mir schon ein bisschen mehr spielerische Momente, so wie wir das schon auch gezeigt haben. Aber ja, ich glaube, dass aber auch die Leidenschaft eben unbedingt heute da gewinnen zu wollen, eben halt dann auch eine Rolle spielt. Ja. Es ist auch so, dass wir auch eine sehr junge Mannschaft am Start haben, auch eine gewisse Erfahrung.
das hat man auf der anderen Seite auch gesehen, da steckt auch sehr, sehr viel Erfahrung drin, aber diese Erfahrung musst du dann auch teilweise mal auf dem Feld dann sehen, dass du besser Fußball spielst. Und das hat mir nicht gefallen, aber täuscht auch nicht drüber hinweg, dass ich trotzdem wirklich sehr, sehr stolz bin darüber, dass wir, wie es Friedhelm auch gesagt hat, aus 7 Spielen 6 Siege geholt haben. Das ist wirklich eine Leistung, ja, und heute eben halt auch eine Energieleistung. Thorsten, 6 Siege aus 7 Spielen, was muss man denn da als Trainer machen, dass diese Akribie nicht verloren geht, dass die Spieler trotzdem jeden Tag an ihre Grenzen gehen, nicht, dass sich da so ein Schlendrian einpendelt. Was muss man da machen, die richtigen Worte finden, wie kann man da ansetzen, dass das nicht passiert? Ja, genau so ein Spiel wie heute eben in seinem Spiel zu sehen und nicht einfach das Ergebnis zu sehen. Akribie ist drin, die Jungs, die trainieren wirklich hervorragend, da lässt keiner nach, da zieht jeder mit und da mache ich mir keine Gedanken. Aber wir müssen uns Gedanken drüber machen, eben vielleicht auch so stark auftreten zu können in Zukunft, wie Fortuna das heute gezeigt hat. Eine gute Nachricht war sicherlich auch die Rückkehr von Cello auf dem Platz, dass er jetzt gespielt hat. Wie hat er Ihnen gefallen und warum waren Sie überzeugt, dass er heute schon bereit ist? Naja, er war letztes Mal ja schon in Stuttgart im Kader und wenn jemand im Kader ist, dann ist er fit. Wir wussten, dass er die Rechtsverteidigerposition spielen kann, weil wir in der Vergangenheit eben ihm auch immer wieder mal diese Position präsentiert haben und er hat es dann gut zurückgegeben und heute war, denke ich, eben auch zu sehen, dass er sein erstes Spiel nach langer, langer Zeit einer Verletzung bestritten hat und ja, und er war auch gefordert gegen Axel Bellinghausen, natürlich auch immer, auch kein Traum, immer gegen Axel spielen zu müssen, ne, wenn du permanent da beackert, bespielt wirst und das war ein guter Anfang für ihn, dann gleich so einen Gegenspieler zu haben. Gibt es noch weitere Fragen? Ich sehe keine Wortmeldung mehr. Dann habe ich für Sie die anderen beiden Ergebnisse. VfL Bochum gegen den VfB Stuttgart 1:1 und Greuther Fürth gegen den SV Sandhausen ebenfalls 1:1. Wir sagen vielen Dank, wünschen unseren Gästen eine gute Heimreise und Ihnen allen ein schönes Wochenende. Danke.